Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier beim Profitec ECM-Stand. Und zwar haben wir hier den Julian. Wir wollen mal gemeinsam die neue Profitec Move anschauen. Ich weiß jetzt schon, die ist basiert so ein bisschen auf der Pro 300. Das heißt, wir haben nach wie vor noch eine Dualboiler-Maschine. Aber ich glaube, wenn wir mal so ein bisschen in die Details reingehen, kommt ihr mal ein bisschen näher und Julian erklärt euch mal was dazu. Genau, wie du gesagt hast, wir haben eigentlich als Basis einen großen Bruder, also gleich großen Bruder der 300 gemacht. Was wir verändert haben, ist so ein bisschen die Brühgruppe. Die Idee war es, die Höhe der Maschine ein bisschen zu reduzieren, dafür mussten wir sie ausziehen. Dafür haben wir den unteren Bereich der Brühgruppe ein bisschen modifiziert. Ja. Ja, modifiziert. Ja, man sieht es auch schon, das Verhältnis ist nicht mehr so hoch, ja? Genau. Die Stirn, sage ich mal. Ganz genau. Ja. Aber ansonsten ist es vom Volumen her ähnlich geblieben zu dem, was wir in der 300 hatten, was sowohl den Kaffeeboiler als auch den Dampfboiler angeht. Ja. Genau, der natürlich schnell zu- und abschaltbar ist. Achso, ihr habt hier Shortcuts installiert, gell? Genau, das du hast gerade gesehen vielleicht, der Dampf ist jetzt aus, die Heizung von den Dampfkessel wäre jetzt aus. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt morgens mich entscheide, ich will eigentlich nur einen Espresso trinken, dann schalte ich den eben aus oder wenn ich einen Cappuccino will, eben an beim Heizen. Morgens ist eigentlich ein guter Stichpunkt, wo sind wir hier bei der Aufheizzeit in etwa? 8,5 Minuten. Das ist also doch schon mal gut. Nach 8,5 Minuten kannst du deinen Kaffee machen und sehr zwar genau, dein Cappuccino auch, weil wir hier gleichzeitig heizen. Ah, okay. Anders als bei anderen Modellen. Okay, okay. Ja, verstehe. Dadurch, dass die Heizungen einfach kleiner sind, ist das hier kein Problem. Genau. Ansonsten haben wir die Funktionalitäten, die wir auch letztes Jahr mit der Drive gebracht haben, eingebracht, was so automatisches Ein- und Ausschalten angeht, was diese Filtererinnerungen angeht. Okay. Zusätzlich dazu haben wir eine Reinigungsautomatik, die du abfahren kannst. Ja. Die kommt dir ein bisschen entgegen, muss nicht ständig irgendwie einen ausspannen oder ähnliches. Und wir haben natürlich Tasten, die wir über Zeit steuern können. Ja, also okay. Es ist kein Volumetrum, aber Zeit. Wir können eben auch individuell Präinfusionen für die unterschiedlichen Tasten einpflegen, wenn wir das denn wollen. Ganz kurz nochmal zu dem automatischen Ein- und Ausschalten. Ich glaube, das ist ja ein Feature, was viele Leute sehr interessiert. Das heißt, ich kann dann wirklich Wochentage setzen oder Stunden setzen, sage ich mal. Wenn ihr wollt, dann zeige ich euch das gerade einmal, wie das aussieht. Die Navigation ist auch gleich geblieben, also beziehungsweise das Öffnen des Menüs ist gleich geblieben. Beide Tasten gleichzeitig drücken. Und jetzt können wir hier komplett durchnavigieren und wir suchen uns einfach mal den Reiter Schedule Set. Bestätige und dann kann ich mir eben meinen Tag aussuchen, den ich einstellen will. Heute ist schon Samstag und rein theoretisch können wir jetzt sagen, wann die Maschine angehen. 3 Uhr morgens, das ist jetzt sehr früh, aber ich will es ja nur mal zeigen. Und ausgehen soll sie um 5 wieder. Ja. Rein theoretisch kann ich das für eine zweite Zeit am Tag auch noch machen. Also zwei Zeiten pro Tag kann ich hier dann einstellen und das macht die Maschine auch entsprechend. Genau. Okay. Das heißt, in dem Fall ist kein Smart-Stecker nötig. Wenn man das jetzt aber trotzdem nutzen will, weil man die Maschine im Wi-Fi einbinden will, dann ist es schon so, dass es auch immer noch möglich ist. Schon mal vielen Dank für den groben Überblick. Gerne, gerne. Lass uns doch einfach mal einen Kaffee machen. Und zwar werden wir die Single-Dose-Mühle auch noch verwenden. Ja? Genau. Genau. Auf der Messe. Ja? Mhm. 54 mm Mahlscheiben habe ich schon gehört. Genau, als Basis ist es da die 54er manuelle Mühle, die wir hatten. Okay. Wir haben eine stufenlose Mahlgrad-Einstellung. Also da haben wir so ein bisschen zugehört, was war denn die Kritik an den Geräten, die wir auf dem Markt hatten. Okay. Und haben es eben umgesetzt mit der stufenlosen Mahlgrad-Verstellung. Ja. Genau, ansonsten mit dem Bello kommen wir auf eine Retention von Bezug zu Bezug von 0,2 Gramm, die wir eventuell verlieren. Okay. Aber das schauen wir uns gleich genauer an. Ja. Insofern sind wir mit dem Ergebnis wirklich sehr, sehr zufrieden. Das ist schön, ja. Genau, der absolute Totraum, der liegt dann wahrscheinlich bei so knapp über einem Gramm. Ja, das ist, wenn ich eine jungfräuliche Mühle habe, dann muss ich da erstmal alles in die Kanten setzen. Ja, klar. Das ist leid. Ja, verstehe. Ja gut, dann machen wir doch mal einen Espresso, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Los geht's. So, jetzt sind wir bei 18,2. Im Übrigen angenehm leise, wie ich finde, die Mühle. Bevor wir gleich mit der Mühle weitermachen, kann ich ja auch noch ein bisschen was zum Siebträger erzählen. Gerne, ja, der hat nämlich eine kleine Auffälligkeit, oder? Genau. Warten wir einmal kurz, bis die Mühle durch ist. Ja, okay, das ist jetzt über dem, was wir hatten, aber es ist eine Reinigung gewesen, das ist der erste Kaffee heute. Okay, da, also knapp 0,4 Gramm kann man sagen, 0,5 waren es jetzt weniger. Genau.
Aber ist nicht zu erwarten, ja? Durch die Reinigung und so ist es... Genau, also im Schnitt haben wir hier gerade auch beim Verwenden von 18 Gramm eine Schwankung von 0,2 im Schnitt. Okay. Das ist jetzt ein Ausreißer. Aber wir gehen da jetzt trotzdem einmal mit weiter und ich zeige euch jetzt mal den Siebträger. Genau. Wir haben uns ja im letzten Jahr sehr stark mit dem Thema Aufheizzeiten beschäftigt. Ja. Und ein maßgeblicher Punkt ist eben der Siebträger oder der Filterträger an sich. Das heißt, wenn ich das jetzt bei einem klassischen Siebträger sehen würde, dann wäre das Aufheizen dieses Teils eigentlich das Langwierigste. Ihr seht, ich kann das jetzt so ganz bequem in der Hand halten, das heißt, dieses Silikonteil nimmt keine Temperatur auf, schluckt dafür dann aber auch keine, wenn ich meinen Kaffee mache. Ja. Das heißt, ich kann das dann auch austauschen gegen den Solo zum Beispiel, so ist ja die Idee, oder wird es erstmal nur die Doppioform geben? Genau, es wird erstmal nur die Doppioform geben und dann gucken wir, wie wir da weitergehen wollen. Okay. Aber es wird eben natürlich dadurch auch die Funktion geben, bodenlos zu nutzen. Okay. Es kommt mit einer, zweier und dem dreier Sieb. Unser einfaches Sieb, 16 Gramm Nennwert, das kann man gut bis 18, 18,5 abhängig vom Kaffee verwenden. So. Okay. Relativ schnell wieder eingesetzt, beim Rausnehmen nicht zu zimperlich sein, das hält einiges auf. Okay. Und wir können jetzt auch nochmal hier bei der Mühle ist quasi noch ein Leveler bei uns genannt drin. Ich benutze den sehr gerne auch einfach als Temper. Ja, wenn ich die Höhe richtig eingestellt habe. Kann man auch direkt tempen. Kann man auch direkt mit tempen. Finde ich im Übrigen ein schönes Feature. Es ist nämlich auch so, dass hier unten noch ein kleiner Magnet drin ist. Und so hält dann der Behälter auch schön auf der Mühle wieder. Genau. Ich zeige euch jetzt auch mal das Programmieren der Tasten, dann kann man mal sehen, was für Features dabei wären, wenn man dann alles einstellen möchte. Also, ihr seht jetzt übrigens auch so ein Licht angehen. Das Barista Light, ja. Das Barista Light, das kannst du einstellen, entweder dauerhaft an, dauerhaft aus oder während des Bezugs. Hier ist es im Bezug eigentlich. Okay. Dauerhaft an, dauerhaft aus, solange wie die Maschine an ist wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Wenn ich jetzt eine Taste programmieren will, kann ich das einmal über das Menü machen und alle Werte vergeben. Oder ich mache es on the fly und dann wähle ich jetzt eben aus, will ich eine Präinfusion einstellen, ja oder nein. Wir machen jetzt mal mit. Ich starte die Pumpe und definiere quasi die Unterbrechung auch, den Startpunkt und die Dauer der Pause, bevor der Bezug dann weitergeht. Mit dem nächsten Drücken würde der Wert dann gespeichert werden. Ja. Und ist beim nächsten Mal reproduzierbar. Ob ich die Präinfusion dann, wenn ich die ausschalten sollte, dann wird einfach nur die Zeit zwischen Pumpaktivität ignoriert. Okay. Also das heißt, wir haben dann auch annähernd die gleiche Menge, je nachdem, wie ich halt gearbeitet habe. Ja. Ja? Alles klar. Und auch hier nochmal zum Vergleich. Ich meine, wir haben gerade eben ein Espresso gezogen. Jetzt kann man mal hier kurz... Ja, der bleibt kühl. Genau. Man kann auch dazu sagen, also der Kaffee ist wirklich heiß, man sieht, wie er dampft. Es gab ja häufig, wie soll ich sagen, Einwände gegenüber dem, dass natürlich der Kaffee ja keine Temperatur verlieren sollte, aber ich würde sagen, ist ja nicht gegeben. Cheers, danke dir für den Kaffee. Sehr gerne. Wir schauen uns auf jeden Fall auch nochmal das weitere Sortiment hier gleich an. Insofern bleibt dran, ein herzliches Dankeschön an Julian hier. Vielen Dank, dass ihr da wart und euch noch eine gute Messetag. Dankeschön, mach's gut. Danke. Also, jetzt haben wir uns mal die neue Synchronica vorgeknöpft, und zwar die Synchronica 2. Erstmal augenscheinlich von der Perspektive, in der ihr jetzt gerade seid, gibt es nicht viel Neues. Aber es gibt auf jeden Fall ein Display, das wir jetzt mit einem kleinen Drehrädchen bedienen können. Aber die größte Neuerung, die es eigentlich jetzt hier gibt, ist eine beheizte Brühgruppe. Aktiv beheizt, elektrisch. Ne? Insofern kommt mal näher und dann zeige ich euch das mal. Und zwar, die elektrische Heizung sieht man eigentlich gar nicht so richtig, was ich persönlich charmant finde. Das geschulte Auge sieht aber, dass hier noch ein auffälliger Block ist am Ende der E61-Brühgruppe. Und man kann sich vorstellen, dass hier eigentlich einfach zwei fingerförmige Heizpatronen reinkommen und auf der gegenüberliegenden Seite, also hier gibt es ja keinen Platz mehr, aber auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen dann die Brühgruppe von innen heizen. Insgesamt haben wir hier eine elektrische Leistung von gut 400 Watt und dementsprechend soll die Aufheizzeit 6,5 Minuten betragen. Und das ist natürlich schon schnell. Also 6,5 Minuten kriegt ja jetzt erstmal so keiner hin mit der E61. Insbesondere auch der Aspekt, dass man es nicht sieht. Das Ganze geht einher mit diesem Display hier drüben. Und zwar können wir jetzt hier über Drücken das Menü öffnen und beispielsweise den Dampfkessel ausschalten.
oder halt einschalten, sowie halt dann die weiteren Einstellungen vornehmen. Oder aber auch natürlich die Brew Temperature einstellen, ein Offset machen. Na gut, aber das ist ja nicht das Offset, was im Kern wahrscheinlich eingestellt wird, nehme ich mal an. Und ansonsten auch ja, tatsächlich wieder mal die Zeit setzen, denn diese Maschine ist dann auch wieder kalendarisch zu betreiben. Ja, also ihr seht, das Ganze ist nochmal ein bisschen aufbereitet. Man kann hier durchs Menü vorwärts wie rückwärts durchgehen. Beispielsweise wollen wir jetzt mal, jetzt kann ich die Temperatur einstellen. Und ihr seht, das geht eigentlich ziemlich genau. Ist ganz gut zu bedienen, kannst wieder bestätigen. Und dann muss ich einfach nur warten und dann wirft er mich wieder aus dem Menü raus automatisch. Insofern würde ich sagen, bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als nochmal ein Espresso zu machen. Los geht's. Vielleicht noch ein paar Worte zur neuen Version. Also ich habe ja vorhin am Anfang Synchronica 2 gesagt. Es gibt natürlich noch die Synchronica 1, ja, das ist die bisherige. Und zwar wird es auf jeden Fall dieses Jahr auch noch diese Version geben. Die Markteinführung für diese Maschine, für die Synchronica 2, wird sich auf jeden Fall auch wieder in der Exclusive Line von ECM bewegen. Insofern, diese Geräte koexistieren erstmal, bis dann eben umgestellt wird. Ob dieses System mit beheizter Brühgruppe auch in andere Maschinen reinwandern wird von Providec ECM, ist noch nicht bekannt. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und ich glaube, früher oder später muss sowas kommen, weil irgendwie ja auch eine gewisse Marktbewegung hinsichtlich kürzeren Aufwärtszeiten ja da ist. Insofern, ich fand es ziemlich cool hier bei ECM Providec und bin auch sehr gespannt, wie dann diese Neuerungen sich im Markt finden. Und ich glaube, zur einen oder anderen Maschine werden wir auch auf jeden Fall nochmal ein Update-Video im Rahmen von einem Hands-On machen. Insofern, wir gehen mal weiter und testen mal noch mehr für euch. Los geht's! Also, wir sind hier jetzt bei Arcaia angekommen und zwar wollte ich euch das einfach noch mal kurz zeigen, was es hier eigentlich so gibt. Wir haben hier nämlich eine Waage und wir können hier praktisch die Dosis einstellen. Ihr seht es vielleicht, wir haben hier vorne ein Display. Kann man entsprechend sagen, jetzt beispielsweise, ich möchte 10 Gramm, das Ganze in drei Programmen sozusagen abgespeichert. Das kann ich dann bestätigen und bekomme halt hier eben zur Zubereitung von Filterkaffee meine Bohnen abgewogen. Naja, man sieht, das ist halt jetzt plus minus 0,1, 0,2 Gramm. Aber an sich halt extrem cool. Genau. Nur, dass ich es mal gesehen habe. Ist irgendwie ein spaciges Produkt. Nicht umsonst gibt es hier Sticker, die aussehen wie ein Satellit. Ich zeige euch das mal. Insofern nehmt ihr das Ganze ja auch mit Humor. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Max. Und zwar das Mar in Maro. Wir sind nämlich am Maro-Stand bei Simulpack. Und zwar wollen wir jetzt mal gemeinsam ein kleines Druckprofil bauen. Insofern, Max, übergebe ich das Wort an dich. Kannst du auch noch mal kurz sagen, wer du eigentlich bist und was du machst. Ja? Okay. Und dann gehen wir einfach mal direkt an die Maschine und machen einen Kaffee. Cool. Also ich bin eigentlich Max und ich bin bei Maro für eigentlich auch so ein bisschen alles wie verantwortlich. Wir teilen uns da irgendwie in alles einer ein bisschen rein. Einer der beiden Gründer, kann man durchaus so sagen. Ja. Es ist der dritte Messetag, was man vielleicht an der einen oder anderen Sache in meinem Sprachvermögen heute merken wird. Aber das ist cool. Genau, wir wollen heute einen Extremmodus-Profil basteln für den Kaffee von Kaffee 333, was auch von den Dudes hier von Simulpack kommt. Ist ein Espresso, ein relativ klassischer Kaffee. Okay. Und da würde ich sagen, leg mal einfach mal los. Legen wir los, komm mal näher. Gehen wir zuallererst mal in die Einstellungen auf den Extremmodus und dann gehen wir da raus. Wir sind voll im falschen Profil, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. 92 Grad passt mir und wir gehen direkt mal in die Profilerstellung rein. Gucken wir mal, was hier noch so drin ist von den letzten Malen und wir löschen einfach mal alles, was da existiert. Also bist du einmal zum Ende und löscht jetzt wieder rein. Genau, nach, so, ich wollte nur gucken, wie viel und was da eigentlich so abgeht. Wir haben jetzt einen traditionelleren Kaffee. Ja? Da bin ich tendenziell immer ein Freund davon, nicht viel mit der Präinfusion zu arbeiten, weil die tendenziell alles ein bisschen zusammenzerrt. Das kommt dabei immer voll auf den Kaffee an. Ja. Was ich gern mache bei solchen dunkleren Röstungen ist im Endeffekt einfach einmal den Kaffee ein bisschen erschrecken, mit relativ viel Durchfluss da drauf gehen.
Okay. Und das Ganze verlassen wir einfach mal, sobald wir ein bisschen komprimiert haben. Ja, wir wollen ja immer gucken, dass wir nach dem Quillen auch wieder Druck drauf geben, damit der Kaffee weiß, wo er hingehört. Die Schranken weisen. Ja, so ist das, so ist das. Das heißt, du definierst jetzt aber eigentlich schon das Exit-Kriterium für die erste Stage. Genau, für die erste Stage. Okay. Also haben wir im Endeffekt alles festgelegt, was ich jetzt wollte. Okay. 8 Gramm die Sekunde, schnell drauf, runterdrücken. Und das Runterdrücken pflegen wir jetzt fest, indem wir sagen, in der Exit-Condition hier unten. Wir wollen die Stage verlassen, wenn wir über zum Beispiel einen Druck von einem Bar sind. Da haben wir schon mal ein bisschen was drauf. Genau, da stellen wir praktisch dann, damit stellen wir sicher, dass praktisch der Headspace auch schon gefüllt ist. Das ist die Idee, ja? Okay. Und warum es diese drei Optionen überhaupt gibt, ist einfach das. Natürlich könnte man das auch mit der Zeit machen. Ja. Aber dann bist du halt schwerer und nicht so reproduzierbar oder vorhersehbar unterwegs. Weil dann müsstest du erstmal brühen, dir merken, wann ist die Verdichtung so, wie du sie willst. Dann stellst du das ein. Wenn du beim nächsten Mal weniger Kaffee reinmachst, hast du wieder ein anderes Problem. Ja. Deswegen gibt es diese ganzen unterschiedlichen Arten von, sag ich mal, Exit-Bedingungen, die macht dir... Macht ja auch Sinn, ist ja eine logische Konsequenz. Ja, aber ist auch nicht ganz so simpel. Also wir haben da lange dann rumprobiert, bis wir was hatten, was dann so vor allem in der Verbindung aus Flow und Pressure Stages. Ja. Darum, es ist auch kein simpler Modus. Ne? Nee, es ist vielfältig und das extreme. War dabei vor allem das, ist so. Das war dabei vor allem das Ziel. Insofern, also, zweite Stage. Zweite Stage, hier geht's rein. Jetzt geht's mir gar nicht mehr so viel um den Durchfluss. Wie gesagt, wir sind hier mit einem traditionellen Kaffee unterwegs. Ja. Ich will jetzt hier einen schönen Druckanstieg programmieren. Okay. Den möchte ich nicht total rabiat haben bei dem Kaffee. Wir haben eine Verdichtung schon mal drauf. Ja. Ich möchte jetzt innerhalb von so 4 bis 5 Sekunden den Druck abrampen auf meine 9 Bar. Klassisches Espresso-Profil. Okay. Aber wir können jetzt halt eben die Geschwindigkeit, wie diese Verdichtung passiert, bestimmen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ist denn der Druck bei der letzten Stage aufgehört? Natürlich, ich habe die Exit Condition auf 1,1 gesetzt. In dem Fall weiß ich sogar relativ genau, aber wüsste ich es jetzt nicht, habe ich hier hinten diese nimm letzten Wert, steht glaube ich in der deutschen UI. Ja. Wir haben jetzt hier auch wieder die englische drauf. Ich ziehe jetzt den Ausgangspunkt vom Druck genau da rein und der wird sich jetzt automatisch aus der letzten Stage den letzten Wert vom Druck nehmen und den als Anfangswert nehmen, damit wir nicht so ein Rumgehüpfe machen in den Profilen. Ja, damit es glatt bleibt, kann man sagen. So kann man. Stetiger Übergang. Sozusagen. So ist es. Ja. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir wollen 5 Sekunden brauchen, um auf 9 Bar hochzugehen. Jetzt sind wir bei 4,5, jetzt sind wir bei 5 Sekunden, 9 Bar hoch. Ja. Das verlassen wir jetzt nach, keine Ahnung, sagen wir mal, nach 5 Sekunden ist er bei 9 Bar. Das verlassen wir nach 8 Sekunden. Okay. Und einfach, das heißt, weil wir gehen jetzt lustig eigentlich sind, schon, sorry, wenn ich unterbreche, dass wir gehen eigentlich davon aus, dass wir den Druck hochziehen und kurz eigentlich auch noch da bleiben werden. Genau, voll. Also regulär beziehe ich den Kaffee eigentlich auf der Maschine hier drüben, auch in einem konstanten 9 Bar Profil. Okay. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen langweilig für den Extremmodus. Würde sagen. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen den mal hoch auf 9 Bar, lassen den mal 2-3 Sekunden da rum dingeln und dann gehen wir, weil es Spaß macht, noch mal eine Decline rein. Also wir ziehen dann einfach mal über 10 Sekunden den Druck auf 6 Bar runter. Ist dann ja fast schon so eine Art Handhebelprofil, wo man bei eigentlich noch weiter runtergehen könnte. Es ist schwierig, auf die Art und Weise Handhebelprofile ehrlich zu reproduzieren tatsächlich. Okay. Also es ist so eine Art, und so macht man es mit digitalen Espressomaschinen. Aber Handhebler haben die coole Eigenschaft, dass eine Feder eine Federkonstante hat, damit einen hydraulischen Arbeitspunkt definiert. Mhm. Und da arbeiten wir gerade an einem neuen Feature. Ja. Also gerade nicht. Tatsächlich steht das etwas weiter auf der Roadmap hinten, weil wir da gerade andere Themen haben, an denen wir dran sind. Ja. Aber da wird noch was Cooles kommen, was die Interpretation von echten Handhebelprofilen angeht. Weil einfach nur den Druck absenken ist es nicht. Es ist eine Zusammenarbeit aus Druck absenken und Flow-Anstieg. Weil die zusammen ergeben im Endeffekt den Arbeitspunkt eines Handheblers. Da können wir aber nochmal... Das würde mich interessieren. Ja, das machen wir noch ein bisschen. Das jetzt. Genau. Dann reden wir da nochmal... Aber so von der Art her, genau, das ist der Ansatz. Inspiriert davon, kann genau, man sagen. So richtig, können wir es doch richtig. So. Okay. Jetzt lag mittlerweile der Siebträger in unserem gemalten Kaffee. Ja, aber ich habe ihn konserviert. Du hast ihn hermetisch abgeschlossen. Ja, perfekt. Du hast ja gesagt, den Puck andrücken und in die Schranken weisen. Genau das habe ich getan. Ja, sehr schön. Du bist schon vorbereitet. Max, bitteschön. 18 Gramm haben wir im Siebträger. 18 Gramm haben wir im Siebträger. Das stimmt auch. Schön. Das, glaube, ich also muss jetzt hier mal kurz. Laut Libra jedenfalls. Laut Libra ist das. 36 Gramm, nee, habe ich jetzt. Komm, wir ziehen ihn mal ein bisschen kürzer. 30 Gramm raus. Ich glaube, da kommt nach den 30 Gramm nicht mehr viel von dem, was wir wollen. Haben wir irgendwas Leckeres an Tasse hier rumstehen? Irgendwas? Also einer ist von mir da noch. Ach guck mal, ich habe hier sogar noch was Ästhetisches für die Messe vielleicht. Ach, für das Video meine ich. Schön. Dass wir nicht mit Pappbechern hier arbeiten. So.
eingespannt. Bestes Gefühl auf diesem Planeten. Ich danke dir. Ja. Durchgeswiped und dann geht's hier los. Man sieht jetzt auch hier, dass die Graphen etwas anders aussehen als in den anderen Modi. Wir haben jetzt hier halt die Sollwerte auch mit dazu quasi. Ja. Jetzt diese hier sind wir in dem Druckanstieg drin. Der geht hoch. Wir halten das jetzt ein paar Sekunden. Jetzt sehen wir, wie wir in den Decline reingehen, drucktechnisch. Ja. Die Mäuseschwänzle sehen super aus. Hervorragend. Und innerhalb der nächsten 8 Gramm werden wir die Extraktion auch schon abgeschlossen haben. Relativ konstanter Durchfluss. Also da sind wir in Richtung Handhebler unterwegs. Ah, okay. Da sind wir. 22,8 Sekunden hat es gedauert. 30 Gramm sind rausgekommen. Auf der Ristretto-Seite könnte man sagen, ja. Ja, so ungefähr. Ja. So ungefähr. Was man mal kurz festhalten muss, die Stages wurden ja jetzt grafisch noch nicht angezeigt. Die Unterscheidung der Stages sind nicht so richtig da, ja. Ach so. Ist mir uns auch bewusst. Ist cooler, wenn es angezeigt werden würde, oder? Ja, das wäre schon nett. Ja, gell? Weil am Ende produzierst du ja das Profil und sagst, ich habe dedizierte Stages. Ja. Ich verstehe es, wie du schon sagst, Übergänge können fließend sein. Allein deswegen übernimmt man ja auch schon den Wert vom Halten. Ja, aber gerade deswegen wäre es auch manchmal relativ praktisch. Ja. Ist uns auch eine Sache, die auf der Roadmap draufsteht. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, das Coole ist ja bei dem Model One, diese Sachen gibt es dann ja over the air. Was die Software angeht, kann man noch viel machen. Da ist auch, wie gesagt, ziemlich viel cooler Stuff noch in Planung, sobald wir ein paar andere Sachen erledigt haben. Das glaube ich auch. Ja, das wird cool. Insofern probieren wir das doch mal. Kaffee gemacht, nicht? Cheers. Cheers, mein Lieber. Schön, dass du hier bist. Und damit verabschieden wir uns vom Maro-Stand. Danke dir, Max. Du bist das gerne. Grüß mir auch nochmal den Robin, ja. Das machen. Und habt noch einen schönen Tag. Danke, euch auch. Ciao. So, das war unser zweiter Tag auf der World of Coffee. Ich bin wieder mal sehr überrascht von den Bewegungen in der Branche und ich glaube, es gibt viele Sachen, die wir bei uns auch auf dem Tisch haben werden. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon jetzt haltet, von den Eindrücken oder wie ihr so die einzelnen Bewegungen findet. Ich glaube, was für uns natürlich auch ein Thema sein wird, künftig ist irgendwo auch noch ein bisschen mehr in den Filterkaffee reinzukommen. Das würde mich auch mal sehr interessieren, wie ihr zu dem Thema steht, ob das was ist, was euch interessiert im Allgemeinen. Aber da gibt es auch auf jeden Fall noch viel zu holen, auch gerade in dem Zubehörbereich gibt es einige Chancen, die sich da auftun. Genau, ansonsten war es das dann eigentlich auch von mir. Ich werde jetzt hier noch ein paar Gespräche führen, aber wir wollen dann auf jeden Fall auch schon demnächst die Rückreise antreten. Insofern möchte ich mich bei allen bedanken, die uns hier jetzt auf der Reise begleitet haben. Macht es euch bequem, schaut euch dieses Video vielleicht auch nochmal irgendwie in Ruhe an, weil hier und da sind schon noch ein paar Details in den Videos zu erkennen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und stabil. Macht's gut. Ciao.